Ja, Sommerzeit ist Bücherzeit und wobei eigentlich Bücherzeit ist ja immer. Ich habe heute drei Bücher für euch und zwar geht es bei allen um Kunst und Kreativität und auch ein bisschen um Selbstentfaltung. Wobei, ja, und es spielt keine Rolle, ob du jetzt zeichnest, malst, etwas modellierst oder Musik machst oder anders kreativ bist, ob du realistisch arbeitest oder abstrakt. Es ist für alle etwas dabei. Es sind keine Ratgeber, sondern sehr unterschiedliche Inspirationsquellen. Ich zeige euch die Bücher in einer zeitlichen Reihenfolge und zwar fange ich bei diesem an. Zeitliche Reihenfolge bedeutet, man kann es relativ schnell und einfach leicht durchlesen, sich inspirieren lassen und dann wieder weglegen. Und die anderen Bücher hier gehen in so eine längerfristige Zeit hinein, die man dann auch vielleicht ein Leben lang beibehalten möchte und wieder ab und zu mal reinschauen möchte, weil sie eben so, ja, so universal wahr sind oder einfach Bestand haben. Dann schauen wir uns mal die Bücher an. Okay, das erste Buch, das ist von Wiebke van Zeel. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sie ist eine niederländische Kunsthistorikerin, Kulturjournalistin und Autorin. Sie arbeitete viele Jahre für Museen, schreibt über alte Meister und moderne Sitten. Ja, und Wiebke van Zeel zeigt mit den schönsten Kunstdetails, wie uns Malerei, Fotografie, Street Art, Installationen oder Performances dazu bringen können, einen Moment innezuhalten und erneut hinzusehen. Ich habe das Buch an zwei langen Nachmittagen durchgehabt. Es ist wirklich sehr inspirierend, sehr leicht und einfach zu lesen. Es ist überhaupt nicht irgendwie akademisch aufgebauscht oder irgendwie schwierig, das Ganze verständlich, sondern sehr zeitgemäß. Auch geschrieben, sehr locker und ja, journalistisch ein bisschen, kann man sagen. Sie ist ja auch Journalistin, Autorin und sie stellt uns 37 Kunstwerke vor. Und das Tolle ist an diesem Buch, man kann es in der Mitte aufschlagen, ein Kapitel lesen, dann hinten anfangen, wieder zurück in den Anfang, an den Anfang. Es spielt keine Rolle, wo du bist. Es sind wirklich separate Anekdoten. Von ganz früh bis zu der Moderne zeigt sie Bilder und macht auch den Sprung zur Kultur, zu der Jetztzeit, zur Gegenwart, macht auch Anekdoten zu der damaligen Sitten. Und darum kann man auch bei jedem Kunstwerk eine gewisse Beziehung aufbauen, weil es eben einen, ja, wie persönlich betrifft, weil man sich mit diesem oder jenem identifizieren kann, sei es auch nur eine künstlerische Einsicht oder ein Blick auf die Welt. Es ist keine Bildbesprechung an sich, aber sie geht dann vielleicht auf gewisse Details ein, nimmt sich auch Informationen oder Tipps von Fachkräften und das macht es dann umso mehr, wie authentischer und noch interessanter. Ja, sie schreibt dann natürlich auch eigene Gedanken hinzu, was sie dabei gefühlt hat, wie sie das Ganze sieht aus kulturhistorischer Sicht. Darum ist auch ihr Blick sehr spannend zu lesen, weil ein fachlicher natürlich. Und das ist ihr zweites Buch. Und beim ersten Buch hat sie nur männliche Künstler aufgenommen. Das ist ihr gar nicht bewusst geworden. Erst mit diesem zweiten Buch sind fünf Künstlerinnen mit dabei, also fünf. Man weiß es nicht, vielleicht bei den alten Kunstwerken sind wahrscheinlich noch mehr dabei, aber sie wurden auch sukzessive und auch systematisch dann wie unsichtbar gemacht. Auf das nimmt sie auch Bezug, aber das wie so nur am Rande. Es geht ja wirklich darum, um die Kunstwerke und um die Assoziationen zu, ja, zu unserer Gegenwart, zu allgemeinen Ansichten, zu unserer Kultur und zu unseren Vorstellungen und ja, unseren Schubladen, die wir haben und bricht das Ganze ein bisschen auf. Also wirklich, ich möchte es böses Wort Wälzelektüre, aber es kommt irgendwie in die Nähe. Man kann es locker auf die Reise mitnehmen und wenn man so eine Viertelstunde Zeit hat, zwei, drei Anekdoten lesen, sich ein bisschen den Kopf zerbrechen, sich ein bisschen inspirieren lassen. Also wie gesagt, Sieh mehr von Wiebke van Zeel und ich habe euch natürlich dann auch alle Bücher unten in der Videobeschreibung verlinkt mit einem kleinen Affiliate-Link und wenn ihr da über diesen Link bestellt, unterstützt ihr mich ein bisschen. Also vielen Dank dafür. Gut, kommen wir zum zweiten Buch und das ist das hier über Linien. Linien überall. Und das ist eine Buchreihe von Peter Börbum und Tim Prötl. Sie haben schon bereits eine, ja, eine Buchreihe mit Kunstbüchern herausgebracht. Und dieses Buch, wenn du etwas mit Linien zu tun hast, irgendwie auf einer Art, egal ob du jetzt abstrakt zeichnest, malst oder realistisch, wenn irgendwo irgendeine Linie in deinen Bildern oder Werken vorkommt, dann ist dieses Buch unbedingt eine Betrachtung wert, weil es ist wunderbar aufgemacht und die beiden, Peter und Tim, schreiben über Linien und zeigen uns, was Linien überhaupt alles können, wie formbar sie sind, was man mit ihnen ausdrücken kann, mit was man überhaupt Linien gestalten kann. Ja, zum Beispiel hier, die Linie ist ein Punkt, der spazieren geht, so Paul Klee über das Zeichnen.
Das Schöne an seiner Formulierung ist, wie zweckfrei und leicht das Zeichnen dabei bleibt. Punkte in der Bewegung, Linien der Bewegung und ja, das ist eine einzige Inspirationsquelle und man sieht überhaupt mal, was überhaupt eine Linie ausmacht, wie man eine Linie gestalten kann. Auch das ist ein Buch, das man sich so in einer Viertelstunde mal reinziehen kann oder mal reinschauen kann, dann sieht man, was Linien überhaupt vermögen zu erschaffen oder wie vielfältig sie sind. Hier zum Beispiel mit einem Tesafilm, Klebebänder auf Papier markieren Linien, ja, wie vielfältig man das überhaupt darstellen kann. Oder hier mit Klammern, Büroklammern, und wenn man das vielleicht weiterspinnt, man kann das weiterhin abstrahieren. Auch hier eine Iteration vielleicht, man macht eine Linie, zeichnet sie weiter, vielleicht mit einem anderen Pinsel, mit einem anderen Stift und schaut, was dabei herauskommt und so weiter und so fort. Also wie gesagt, Linien sind immens vielfältig und wir sehen auch, was es für einen Unterschied macht, wenn man die gleiche Zeichnung mit verschiedenen Linienstrukturen umsetzt, was das mit der Wirkung, Bildwirkung macht. Wird es monoton, wird es vielleicht unkenntlich oder sehr abstrakt? Was passiert, wenn man eine Linie durchschneidet? Oder sie invertiert, von schwarz auf weiß, von weiß auf schwarz. Negativ- und Positivräume, auch ein ganz, ganz starker Aspekt, wenn man zum Beispiel auf einem schwarzen Schabkarton zeichnet oder schabt und dann effektiv mit Licht Linien zieht, also mit Licht zeichnet, gibt das einen ganz anderen Effekt, wenn man die gleiche Zeichnung klassisch mit Tusche vielleicht ausmalt. Man lernt auch durch dieses Buch, ja, verschiedene Linienstrukturen zu überhaupt mal zu sehen, zu verstehen und auch selber zu finden, vielleicht zu erfinden. Sie gehen nicht explizit jetzt auf zum Beispiel Schattierungstechniken ein, wie Kreuzschraffur und ähnliche, sondern sie zeigen einfach, was alles möglich ist, ob man das zum Beispiel jetzt so etwas in eine Form bringt, vielleicht eine Vase so anskizziert und die Schattierung so darstellt, sei dahingestellt. Das kann dann jeder für sich selber entscheiden. Wir sehen hier wirklich die vielfältigen Möglichkeiten, die uns Linien bieten. Ab und zu haben wir wirklich so fantastische, abstrakte Zeichnungen von irgendwelchen, ja, vielleicht Landschaften oder Strukturen, Gewässern, vielleicht Bergen, Gräsern. Kann man sich dann ausdenken, was man möchte. Aber da sieht man dann auch, wie vielfältig die Linie ist, wenn man sie auch unterschiedlich einsetzt, nicht nur im Winkel, sondern auch in der Strichstärke. Wenn man mit der Linie fein anfängt und dann leicht dicker wird und dann vielleicht eine Neigung reinbekommt, eine Drehung reinzieht und schon wirkt das Ganze sehr malerisch, sehr, ja, flächig, voluminös und haptisch, dreidimensional. Also die Linie ist... Die ist mächtig, die ist wirklich sehr, sehr mächtig. Und das Buch hilft einem, da ein bisschen den Kopf zu öffnen, sich das Ganze, die Welt der Linie ein bisschen so zunutze zu machen. Ergänzt werden die Zeichnungen und Etüden von einer Auswahl an Künstlerzitaten, die den Überlegungen zur Linie auch einen historischen Blickwinkel eröffnen. Das sind wirklich ganz, ganz kurze Sätze. Ganz kurze Texte, den Hauptteil hier spielt die Linie. Auch das in meinem Shop findet ihr den Link dazu, diesem Buch. Wer irgendwie eine Linie im Bild hat, eine Zeichnung hat, sollte sich das Buch anschauen. Gut, kommen wir zum dritten Buch, zum letzten Buch. Und das ist sozusagen mein Lieblingsbuch im Moment aus diesen dreien. Das ist Kunst, also kreativ, die Kunst zu sein von Rick Rubin. Vielleicht die Rick Rubin nicht kennen, er ist ein amerikanischer Musikproduzent und zwar ein sehr erfolgreicher aus Kalifornien und hat Bands wie Metallica, Red Hot Chili Peppers, Eminem, Beastie Boys etc., also wirklich Metal-Szene, Rock-Szene und Rap-Szene groß gemacht, hat aber eine sehr, sehr coole Einstellung zur Kreativität und kann das wunderbar auch auf seine Arbeit ausspielen und den Leuten effektiv dabei helfen, die eigene Sprache, die eigene, ja, Ausdrucksform zu finden. Das macht ihn auch so extrem erfolgreich. Das Buch finde ich toll, weil auch das Buch, wie die anderen, du kannst es irgendwo aufschlagen und eine Anekdote lesen. Zwei, drei Seiten hast du ein Thema durch. Es ist wirklich sehr, sehr kurz und behandelt so ziemlich alle Aspekte des Kreativseins. Und er geht auch nicht darauf ein, auf Musik, sondern er hält das Ganze sehr allgemein. Also
wenn du Kunst machst, machst du Kunst. Spielt dann keine Rolle, was du effektiv machst, ob du jetzt Musik spielst, also Musikinstrument spielst oder zeichnest, malst, modellierst, egal was. Ja, im Inhaltsverzeichnis haben wir zum Beispiel so Bereiche wie jeder Mensch ist ein Schöpfer, die Natur als Lehrerin, Selbstzweifel, trau dich, Ablenkung, Erfolg, wahre Größe, kein Wettkampf, Freiheit. Da kann man sich dann Sachen heraussuchen, die einem effektiv zustehen, also die einen ansprechen. Er hat wirklich zum Teil sehr konkrete Tipps drauf oder Sachen, wo ich mich 100% da wiedergefunden habe. Er nimmt einem ein bisschen so die Angst, wenn man ja Zweifel hat oder irgendwie Ängste hat, dann geht er wirklich konkret darauf ein, was man machen kann. Also nicht konkret jetzt zum Beispiel, nimm diesen Pinsel oder besser diesen, überhaupt nicht, sondern mehr so eine Mindset-Einstellung. Aber auf jeden Fall, so die Hälfte vom Buch ist so wie konkrete Tipps oder sehr so zugängliche Abschnitte, wo ich finde, ja genau, da kann ich was damit anfangen. Und so der Rest, also nicht gerade die Hälfte, aber so sehr oft geht er in die, ja, in den spirituellen Teil ein, in das, redet dann von kosmischer Ordnung, göttlicher Kraft und so Sachen, wo ich dann ein bisschen Mühe damit habe. Ist nicht so unbedingt mein Ding. Wenn man da einzelne Aussagen da vielleicht aus diesem Buch herausnimmt und sie so anschaut, klingt das wie so eine, wie ein billiger Kalenderspruch, der es aber überhaupt nicht ist, weil wenn du etwas aus dem Kontext rausnimmst, dann ja, kann es alles bedeuten und man kann sich da Zeugs dazu denken, das überhaupt nicht mit dem Thema zu tun hat. Auf jeden Fall, wenn man das ganze Buch in sich gelesen hat und auch diese Aussagen gelesen hat, macht das schon Sinn. Und man kann dann für sich selber abstrahieren, ja, möchte ich mich auf diese spirituelle Ebene einlassen oder kann ich da nichts damit anfangen, geht beides. Aber er sagt nicht, so und so ist es. Gibt bei ihm keine Schubladen. Du kannst dir wirklich effektiv das herausholen, wo du findest, ja, das spricht mich an, das ist, das bin ich. Und das finde ich auch das Tolle an diesem Buch. Und er schreibt auch hier im Einstieg, nichts in diesem Buch wird gemeinhin als wahr erachtet. Es ist eine Reflexion über das, was ich beobachtet habe, eher Gedanken als Fakten. Manche Ideen mögen bei dir anklingen, andere nicht. Einige mögen ein inneres Wissen anstoßen, das du ganz vergessen hattest. Nutze, was hilfreich für dich ist, den Rest lass weg. Jeder dieser Momente ist eine Einladung zum weiteren Nachforschen, dazu tiefer zu schauen, heran oder heraus zu zoomen, die Möglichkeiten zu eröffnen für eine neue Art zu sein. Und auch hier schafft ihr eine Umgebung, in der du frei bist, das auszudrücken, wovor du Angst hast. Oder hier bei der Rubrik Sichtweise spricht er auch ein bisschen über Kultur. In der Kultur findet immer ein Dialog zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft statt, selbst wenn die Einflüsse nicht klar zutage treten. Als Kulturschaffende und Kulturbegeisterte teilen und empfangen wir Sichtweisen, um an diesem Austausch mitzuwirken und ihn zu fördern. Es ist ein symbiotischer Kreislauf. Die Kultur beeinflusst, wer wir sind, und wer wir sind, beeinflusst unsere Arbeit, die wiederum in die Kultur einfließt. Es sind so, ja, klassische Beobachtungen, die eigentlich, ja, logisch sind, aber wenn man sie so liest, dann schließt sich so wie der Kreis und denkst du, ja, eigentlich, ja, das stimmt, das ist so, das habe ich so noch nie, man hat es schon irgendwie gesehen, gespürt oder irgendwie begriffen, aber noch nicht so detailliert und konkret da gelesen. Und dieses Buch, wie gesagt, kannst du ja, irgendwo aufschlagen, ein Thema herauspicken, das dich vielleicht anspricht. Es muss nicht von A bis Z gelesen werden. Ist auch das Tolle daran, irgendwo mitnehmen, sich eine Auszeit nehmen, Viertelstunde, halbe Stunde, mal diese Worte wirken lassen. Es ist ein Buch für die, ich sage mal nicht Ewigkeit, aber so ein bisschen für die Ewigkeit. Ich denke, wenn es für einen dann nicht mehr stimmt, kann man dann das Ganze weglegen. Es hat wirklich ganz viele Wahrheiten und auch Einsichten drin, die man ja, universal für sich selber beanspruchen kann und die einen im kreativen Schaffen effektiv weiterbringen. Ja, und das waren meine drei Bücher. Und diese drei Bücher, wie gesagt, ihr könnt diese im Link unten auf Amazon finden. Das ist mein Affiliate-Link-Shop. Ich bekomme eine kleine Provision davon. Ihr zahlt natürlich nicht mehr, aber ich werde ein bisschen daran beteiligt, ganz, ganz wenig. Wenn euch das Video geholfen hat, schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Ansonsten danke ich euch vielleicht für ein Däumchen nach oben und fürs Zuschauen natürlich. Also, macht's gut, auf bald!